Hallo und herzlich willkommen zu meinem ultimativen Norskar Counter Guide. Heute kriegt ihr meine Armeeaufstellung gegen das Imperium vorgestellt. Ja, wie spielen wir das gegen das Imperium? Wir wissen ja, das Imperium hat relativ starke Artillerie, die wir schnellstmöglich ausschalten müssen. Und wir wissen, das Imperium hat relativ starke Kavallerie in Form von Demigreifen zum Beispiel. Sie haben auch die ein oder andere gute Nahkampfeinheit mit die Söhne von Sigmas. Und dagegen brauchen wir halt auch was. Und der Rest ist eigentlich zum größten Teil Fußvolk. Und der General ist halt auch oft relativ stark. Und da ist eigentlich Wulfric der Wanderer ein besserer Nahkämpfer im Zweikampf. Deswegen diese Aufstellung. Wir gehen die Aufstellung ganz kurz durch. Wir haben Wulfric den Wanderer natürlich auf einem noskanischen Schlachtross. Als Fähigkeiten haben wir mit dabei natürlich den Seewolf, das geile Schiff. Das ist so cool, dieser Zauber. Kämpf oder stirb. Und Menschenjäger haben wir auch noch mit am Start. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir als Gegenstände nicht mitgenommen Schwert des Torguide. Kann man aber mitnehmen, da müsste man was anderes rausnehmen, um dann im Generalsfight wirklich den General gnadenlos zu zermetzeln. Wäre noch eine Überlegung, das eventuell mitzunehmen. Ist aber kein Muss. Wir haben mit dabei ein Schattenzauberer mit Tod auf einem noskanischen Schlachtross. Dann haben wir mit dabei Lebensentzug, verbesserte Nachladerate. Als Zauber haben wir nur mit dabei Bjunas Schicksal, ein sehr, sehr starker Schadenszauber. Und den Seelenraub, auch ein sehr starker Direktschadenszauber. So, kommen wir zur Frontlinie. Die ist sehr breit, sehr groß und sehr massiv. Und zwar sieht das wie folgt aus. Wir haben auf den Flanken leicht hinten platziert zu stehen Barbaren, Speerträger, hier zu sehen. Dann an der Seite haben wir einmal die Rohlinge des Hundes, Barbaren Berserker, um dann den flankierenden Angriff durchzuführen. Und in der Mitte haben wir viermal geupgradete Barbaren und in der Mitte Barbaren Champions mit Zweihandwaffe. Man kann natürlich auch optional, wenn man sieht, dass er sehr viel Kavallerie hat, die Barbaren Champions dann mit nach hinten nehmen, um den Rücken zu schützen, wenn dann die Demigreifen oder sonstige Kavallerieeinheiten in euren Rücken reinschmettern. Ziel ist mit dieser Armee wirklich zu rushen. Ihr rennt nach vorne und schnetzelt alles klein. Ihr flankiert sofort mit den Barbaren Berserkern, weil wir eine sehr, sehr breite Linie mit dieser Aufstellung haben. Das ist das Ziel dieser Armee. Dann haben wir mit dabei für die Mobilität Bestien von Tashnar. Die sind gut gegen groß und sehr schnell, haben eine Geschwindigkeit von 95, genauso wie die noskanischen Eiswölfe, die eine Geschwindigkeit von 95 haben und den Gegner die Geschwindigkeit des Gegners reduzieren. Und natürlich brauchen wir jetzt noch was, was rüstungsdurchdringt und gegen groß ist, falls wirklich viel Kavallerie dabei ist. Haben wir mit dabei die Nebelschleicher, Vielmehrkrieger und wir haben wilde Schlunde mit dabei. Die Hautwölfe gepanzert, gut gegen groß, rüstungsdurchdringender Schaden und theoretisch auch Vorratsaufstellung, wobei ich würde sie immer hinter dieser großen Frontlinie laufen lassen. Die sind dann dafür da, wenn die Kavallerie des Imperiums in unseren Rücken fallen möchte. Ja. Also, gegen Kavallerie haben wir dabei, merke, Speerträger, dann haben wir die Hautwölfe mit dabei und mit dazu können natürlich die Nebelschleicher kommen, um Damage zu machen und unseren Rücken zu schützen. Vier Einheiten, um den Rücken zu schützen, gut gegen groß, rüstungsdurchdringender Schaden, das reicht gegen zwei oder drei, na, eher zwei Regimenter Demigreifen. Gut, ja, und vorne wird alles kleingeschlagen, auch Sigmas Söhne und so weiter sehen hier bei dieser Konstellation keine Sonne, wenn sie flankiert werden. Und sollte er weniger, sollte er Artillerie dabei haben, haben wir die noskanischen Eiswölfe, die schnell genug sind, um das Ganze klein zu legen. Oder vielleicht auch ein Luminar oder sowas in dieser Richtung. Das kriegen die beiden zusammen auch relativ schnell kaputt. Ja, das war meine Armeeaufstellung gegen das Imperium. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Und wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen, klickt die Glocke an. Wollt ihr Geld sparen, benutzt doch meinen MMOGA-Link. Der ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, dann kommt ihr auf den Shop von MMOGA und ihr kriegt dort ordentlich satte Rabatte durch MMOGA und ich kriege ein kleines bisschen Provision, was mich natürlich sehr, sehr freuen würde. Mit diesen Worten verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich bei euch.
Haut rein, meine Lieben, euer Fearscream.